Hey Leute, ich bin's wieder mal auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werde ich euch sagen, wer in das Finale des Cardfights kommt, also seid gespannt. Ja, zuallererst vielen Dank an alle, die ein Video eingereicht haben und auch sich die Videos angeschaut haben und so weiter. Wir haben mehrere tausende von Klicks auf den verschiedenen Videos, auf den Bewerbungen der Teilnehmer und wir haben über 30 Einsendungen, was ich ziemlich cool finde. Ja, ich möchte euch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern ihr wollt ja wissen, ob ihr weitergekommen seid oder nicht. Was ich noch sagen wollte, am Ende vom Video gibt es eine kleine Überraschung, oder es ist nicht mal eine kleine Überraschung, sondern eine große Überraschung, aber ich möchte es noch gar nicht verraten, also lasst euch auf jeden Fall überraschen, wird ziemlich cool, denke ich. Ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht länger drum, sondern fangen gleich an. Und zwar kommen ja drei Personen weiter, drei Teilnehmer. Ich habe mir die Videos öfters angeschaut, habe mir rausgesucht, wer hat gute Fingerfertigkeit, wer hat eine gute Geschichte erzählt, wer war insgesamt gut, also wer hat alles gut präsentiert und so weiter. Das Tolle ist, ich hatte Hilfe von anderen Kollegen und auch Freunden, die jetzt nicht zaubern. Das bedeutet, ich habe zum einen Meinung von anderen professionellen Zauberern, sage ich jetzt einfach mal, und auch von Freunden, die nicht zaubern. Das bedeutet, ihr habt eine Meinung von normalen Zuschauern, die jetzt nicht auf die Fingerfertigkeit oder so achten, sondern einfach unterhalten werden wollen. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum, sondern fangen jetzt wirklich an. Also ich möchte euch jetzt nicht länger warten lassen. Also drei Teilnehmer. Der erste Teilnehmer. Das ist ein Teilnehmer, der hat mich wirklich sehr gefühlt. Also ich habe das Video angeschaut und hatte zuerst gar keinen Plan, wie er das gemacht hat. Ich habe den Trick schon mal in einem anderen Video von ihm gesehen. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Nach ein paar Mal anschauen habe ich es ein bisschen rausgefunden, aber noch nicht ganz. Also es war wirklich eine richtig gute Leistung. Er hatte eine super Fingerfertigkeit, hat eine gute Geschichte gehabt, gute Ideen. Ja, es ist Magic Bros. 2012. Ich glaube, ihr kennt ihn alle oder falls nicht, könnt ihr gerne auf seinen Kanal gehen. Ich habe ihn unten verlinkt. Herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Teilnehmer von dem Finale. Also du hast mich wirklich richtig gefühlt, muss ich leider zugeben. Also fand ich wirklich eine Hammerleistung. Dankeschön schon mal. Also falls ihr denkt, ich guck da die ganze Zeit runter, weil ich unverschämt bin oder so. Nein, da ist so eine Liste, wo ich alles aufgeschrieben habe. Ja, genau. Also super Leistung, richtig originell. Ich fand die Idee am Schluss mit den ganzen Jokern in der Jacke super. Also nochmal Glückwunsch, du bist der erste Kandidat. Wir kommen jetzt aber gleich zum zweiten. Und zwar ist das Dustin. Dustin, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen richtig guten Beitrag geliefert. Fand ich wirklich genial. Du hast eine Variante von Richard Sanders Aces gemacht, soviel ich weiß. Hast du, glaube ich, auch in die Kommentare geschrieben. Ich habe den Trick ja auch schon mal performt auf meinem Video, in einem Video von mir. Deine Variante war irgendwie viel cooler, fand ich. Also vor allem am Schluss, wo du die Asse dann wirklich auf den Tisch geworfen hast, man hat wirklich gesehen, das sind wirklich nur vier Asse. Fand ich einfach gut. Deine Fingerfertigkeit ist auch geil. Ja, man braucht gar nicht viel sagen. Ich fand einfach das Gesamtpaket gut. Und ja, Glückwunsch, du bist der zweite Teilnehmer von dem Finale. Ich freue mich natürlich auch auf deinen Beitrag. Lass dir was Gutes einfallen. Und ja, du bist der zweite Teilnehmer. Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle gespannt. Und zwar wegen dem dritten Teilnehmer. Also dem dritten Gewinner sozusagen, der dann auch ins Finale kommt. Kurz davor, wenn ich den Namen jetzt gesagt habe, bleibt bitte dran. Es gibt nachher wirklich eine super Überraschung. Ja, ich sage euch jetzt einfach mal den Namen. Beziehungsweise nein, ich lasse euch am besten mal kurz raten. Ich sage immer ein paar Teile von seinem Video. Und dann könnt ihr euch immer identifizieren oder sagen, ah, das war ich nicht oder das war der oder so. Es war auf jeden Fall ein jüngerer Teilnehmer. Er hat noch nicht lange gezaubert und dafür war er wirklich Hammer. Also ich wäre stolz darauf, hätte ich das in seinem Alter gekonnt. Er zaubert erst seit 4 Monaten und es ist Matteo. Ja, also herzlichen Glückwunsch auch an dich. Du bist der dritte Teilnehmer oder dritte Gewinner des Finales. Du bist der dritte Teilnehmer der ersten Runde, also du kommst ins Finale, so rum. Also Glückwunsch an dich. Ich fand es wirklich super, wie du das Ganze vorgeführt hast. Was ich bei dir besser machen würde, ist bloß ein Vorschlag, das mit der Ecke, wo du die dann gehalten hast, dann war es nicht so sauber, haben auch viele in die Kommentare Feedback gegeben und so weiter. Er hätte man besser machen können, aber insgesamt war es wirklich super. Du hast mit den Flourishes noch eine Hammer-Fingerfertigkeit gezeigt. Der Trick war eine gute Idee, du hast es mit der DVD kombiniert, hattest noch einen Zuschauer dabei. Ja, was mich am meisten fasziniert hat, war, dass du wirklich noch so jung bist und noch gar nicht lange zauberst. Und das fand ich wirklich Hammer. Also Glückwunsch, du bist der dritte Teilnehmer für das Finale. Ja, ein genaueres Feedback zu allen Teilnehmern und auch zu den Gewinnern und so weiter bekommt ihr am Samstag. Dazu sage ich nachher noch mehr. Jedenfalls jetzt zur Überraschung. Ich habe die ganzen Bewerbungen gesehen und ich fand sie einfach geil. Also bei manchen
Da kann man gar nichts mehr sagen, die waren wirklich super. Und deswegen dachte ich mir, warum soll ich nur 3 Teilnehmer weiterlassen, wenn wirklich so viele gute dabei waren? Und deswegen haben wir beschlossen, noch mehr Teilnehmer weiterzulassen. Das bedeutet, es werden nicht nur 3 weiterkommen, sondern 6 Leute. Ja genau, ich werde jetzt nochmal 3 Teilnehmer nennen, die wiederum ins Finale kommen. Also mit den anderen 3, die ich schon genannt habe. Mit Magic Bros, also dem Alex, Dustin und Matteo. Ich werde jetzt einfach mal die anderen 3 Teilnehmer nennen. So, also der 4. Teilnehmer, der weiterkommt ins Finale. Er hat eine grandiose Fingerfertigkeit, das hat man wieder in dem Video gesehen und das habt ihr ihm auch oft in die Kommentare geschrieben. Und zwar ist es der liebe Simon. Ja, herzlichen Glückwunsch, Simon, du kommst auch ins Finale. Du hast eine richtig gute Fingerfertigkeit, ein super Trick, eine super Präsentation, alles hat gestimmt. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall wert, dass du ins Finale kommst. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich natürlich auch auf deine Bewerbung. Der 5. Teilnehmer. Jetzt müsst ihr wieder gespannt sein. Es ist jemand, den man schon seit längerem kennt, auch von anderen Contests. Er hat eine super Geschichte erzählt. Der Trick war auch super, Fingerfertigkeit war auch okay. Und zwar ist es der liebe Sufram. Also Sufram, vielen Dank fürs Mitmachen. Du hast einen super Beitrag geleistet und wir sehen uns im Finale. Ja, wie gesagt, deine Geschichte fand ich einfach super. Du hast sie vermutlich auch selber erfunden, soviel ich weiß. Du findest ja sehr viel selber. Der Trick war auch super vorgeführt. Einziger Kritikpunkt, du hast ein wenig schnell geredet. Das haben auch viele in den Kommentaren geschrieben. Es war ein wenig schwer, die Geschichte mitzuverfolgen. Aber ansonsten war alles super. Nächstes Mal ein bisschen langsamer reden. Trick, Fingerfertigkeit, alles super. Wir sehen uns im Finale. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Teilnehmer, zu dem 6. Teilnehmer. Ja, wir haben als 6. Teilnehmer jemand ganz Bestimmtes rausgesucht, der auch wiederum jung war, eine super Fingerfertigkeit hatte, denn die gesamte Präsentation war super. Ja. So Leute, tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Ich habe gerade einen Brief bekommen und zwar von Google. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Warum bekomme ich einen Brief von Google? Ist das normal? Ich weiß es gar nicht. Ich öffne den gleich. Jedenfalls, der Teilnehmer. Es ist ein jüngerer Teilnehmer. Die ganze Präsentation fand ich einfach gut. Und das war so ähnlich wie bei Matteo. Ich fand, die Fingerfertigkeit war jetzt nicht überragend, aber trotzdem die Trickauswahl und die ganze Präsentation fand ich so gut. Da muss ich ihn einfach weiterlassen. Und zwar ist es der liebe Heinrich. Also Heinrich, herzlichen Glückwunsch. Du kommst auch ins Finale. Wie gesagt, die gesamte Präsentation war einfach super. Und deswegen, ja, kommst du auch weiter. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, das wären eigentlich die ganzen 6 Teilnehmer. Vielen Dank an jeden fürs Mitmachen, auch an die anderen, die nicht weitergekommen sind. So, ich möchte jetzt gar nicht lange drum rumreden. Das war es eigentlich schon fast mit dem Video. Jetzt gibt es noch eine kleine Information für die, die weitergekommen sind. Und zwar für den Alex, für den Dustin, für den Matteo, für den Simon, für den Sufram und für den Heinrich. Ihr habt jetzt wiederum eine Woche Zeit, mir ein Video zu senden. Also bis zum nächsten Mittwoch. Bis dahin könnt ihr mir ein Video einsenden. Das läuft genau gleich ab wie beim letzten Mal. Also ihr ladet ein Video hoch auf nicht gelistet. Das ist wichtig, dass die Spannung noch vorhanden ist. Und dieses Video, also den Link dazu, schickt ihr mir einfach über YouTube, Facebook, über meine E-Mail-Adresse. Also das ist euch überlassen. Und ich werde euch auf jeden Fall dann antworten. Ich werde sagen, danke für dein Video oder der Link ist angekommen. Ihr werdet dann auf jeden Fall sehen, ich habe das Video bekommen. Ja, ihr habt bis nächsten Mittwoch Zeit. Dann lade ich die Videos wieder einzeln hoch jeden Tag. Und dann gibt es schon das Finale, wo dann die 3 Gewinner ausgewählt werden. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Produzieren der Videos und natürlich auch viel Glück. Und ansonsten sehen wir uns am Samstag zu einem besonderen Video. Und zwar werde ich da mein Feedback zu allen Teilnehmern sagen und euch Tipps geben und so weiter. Und das wird ein etwas längeres Video, denke ich mal. Aber für alle, die teilgenommen haben und auch die zugeschaut haben, wird das bestimmt ein interessantes Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und schreibt Glückwünsche und Feedback und so weiter in die Kommentare. Ihr wisst ja, wie es geht. Falls ihr neu seid, könnt ihr mich gleich hier unten abonnieren. Und dann kommt ihr hier zum letzten Video. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann und ciao.